Ansonsten könnten wir ja noch bei Sonstiges gucken. Mülleimer wäre ganz gut, so ein Papierkorb. Also ich habe immer, also wenn, also mein Papierkorb ist immer relativ voll, weil ich, sagen wir einfach, ein sehr kreativer Mensch bin und oftmals auch Ideen verwerfe. Und zwar nicht nur einmal. So eine Schreibtafel. Sowas wäre echt praktisch. Könnten wir hinter das Regal, aber das bringt ja einem nichts. Hierhin wäre so in die Ecke gequetscht. Aber hinter die Türe vielleicht. Weil dann sieht nicht jeder direkt, wenn man eine Idee hatte. Also das sieht man nicht immer so direkt. Vasen. Ja, gut, könnte man jetzt aufstellen. Ein Tresor? Ja, ein Tresor könnte man noch hinstellen. Kann der auf das? Ne, kann leider nicht aufs Regal. So, wo würden wir denn Tresor hinpassen? Hier würde ein Tresor hinpassen. So. Oh, den kann man sogar öffnen. Aber da brauchen wir nichts reinzulegen. Okay. Zu dem Router, den könnten wir ja jetzt hier in die Ecke stellen, nachdem wir diesen großen Monitor nicht mehr haben. Perfekt. So, sonstiges. Dann gucken wir mal weiter. Kleiderbox. Ach, eine kleine Box mit Deckel. Da könnte man ja so ein paar in Ficht. In Weiß nehmen. Und die vielleicht hier in den Schrank stellen. Wenn zum Beispiel hier so in die Ecken. So. Vielleicht hier noch zwei. Perfekt. Ansonsten kann man sonst noch was? Eine Uhr, ja. Eine Uhr könnte man noch aufhängen. Würde ich aber weiß. Und dann würde ich die Uhr hier hinhängen. Weil da muss man sich nicht umdrehen immer. Zum Uhr gucken. Gut, dann hätten wir das. Schachteln brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann würde ich sagen, so Bücher könnte man jetzt noch so klassische Bücher nehmen. Und die dann einfach hier reinlegen. So, dann haben wir schon mal ein paar Bücher liegen. Das eine könnten wir auch hier hinlegen. Weil ich habe auch mal irgendwo Bücher rumliegen. Ich habe momentan auch. Na, momentan habe ich gar kein Buch auf dem Schreibtisch liegen, sehe ich gerade. Sonst habe ich auch, Bücher auf dem Schreibtisch ständig liegen. Ach stimmt, ich habe sie nicht mehr auf dem Schreibtisch liegen, weil ich letztens gestreamt habe und dafür meinen Schreibtisch ein bisschen abräumen musste. Damit ich mein Notebook hinstellen kann für den Chat. Weil ich habe leider noch keinen zweiten Monitor. Ich hoffe, dass das bald klappt mit dem zweiten Monitor, dass ich dann auch endlich wieder zwei Monitore habe. So, da noch so eine typische Kaffeetasse. Dann ist das Ganze hier immer noch ein Bücherschrank, aber wir haben es auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr eingerichtet. Sonst haben wir ja nichts großartig. Wir könnten höchstens noch eine Pflanze hinstellen, die hier vielleicht in den Raum passt. Aber auch nur so vielleicht. Ja, ich glaube, dann wird die Pflanze vor der Tür schlagen. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir könnten so einen kleinen Tüpfelfarn aufs Fensterbrett stellen oder so einen kleinen Diefenbach hier. In grün. So. Und ansonsten könnte man höchstens noch Bilder aufstellen. Ja, doch. Stellen wir auch ein Bild auf. Ich nehme so ein Urlaubsfoto am besten. Das kann man dann so schön hier hinstellen. Dann hat man immer Motivation. Perfekt. So, ansonsten würde ich sagen, dass wir den Bücherschrank, wie das Spiel das bezeichnet hier, fertig haben. Genau. Ich verstehe nicht, warum das ein Bücherschrank ist. Okay, wisst ihr was? Wir machen das mal kurz so. Wir räumen mal kurz eins der Regale raus. Jetzt ist es ein Büro. Okay. Wir haben ein Regal zu viel drinne für ein Büro. Okay. So. Ne, es ist immer noch ein Büro. Yep. Okay. Dann haben wir jetzt ein Büro. Perfekt. So, Licht an. Ist ordentlich ausgeleuchtet alles. Kann man sich hinsetzen. Hier ein bisschen ein Fenster öffnen und schließen. Schließen?
Danke. So, dann sind wir schon mal mit dem Büro fertig. Gut, als nächstes kommt dann die Wohnküche machen wir zum Schluss, glaube ich. Ah, hier geht's auf. Ja, geht's echt. Ah, man kann beide Seiten aufmachen. Gut zu wissen. richtiges Spielkind. Jetzt kommen wir ins Badezimmer. Die Fliesen am Boden sehen noch relativ gut aus, würde ich jetzt meinen. Aber nichts eigentlich, nein. Obwohl, so ein hellblau. Hellblaue Fliesen sind auch geil, sicherlich. Oh ja. Okay, dann nehmen wir so ein hellblau diesmal. So, dann bauen wir auf jeden Fall keine neue Wand ein, sondern wir gucken mal, dass wir für die Wände Fliesen kriegen, die sich mit diesem Blau vielleicht einigen. Zwar hellblaue Fliesen wären schon mal ein Anfang, aber ansonsten könnten wir noch gucken kurz. Wir hätten sonst noch diese hellblauen Rechtecke oder, na, Türkis ist schon wieder zu viel wahrscheinlich. Wir könnten ja auch mal gucken, wie das aussieht. Ich meine, viel kostet das ja nicht. So, dann gucken wir mal. Machen wir mal so zwei, drei Dinger. Aber ich würde sagen, wir nehmen eigentlich gleich die Fliesen. Die sehen eigentlich gut aus. Und passen auch zum Boden. Gut, dann wird mal ganz kurz gefliest. Gut, und da ist auch alles schon gefliest. Dann können wir die restlichen Fliesen verkaufen. Und dann können wir uns mal darum kümmern, dass hier alles angeschlossen wird. Alles ist soweit frei, außer, wenn ich das richtig sehe, bei der Wanne. Obwohl, nee. Okay, hier kommt auf jeden Fall eine Badewanne rein und keine Dusche. Ist auch in Ordnung. Also, es muss ja nicht immer eine Dusche sein. Und außerdem kann man in der Badewanne auch duschen. Weil wir haben zum Beispiel auch noch eine Badewanne. Aber wir haben halt einen Duschvorhang. Logischerweise. Jetzt müssen wir gucken, ob die runde Badewanne, obwohl, nee, die passt eigentlich so gar nicht hier rein, wenn man das jetzt mal so anguckt. Das heißt, wir müssen mehr so eine Badewanne nehmen. Wobei ich auch die Befürchtung habe, dass das viel zu mittig ist. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, dann verkaufen wir den Badewanneanschluss und kaufen uns dann einfach einen neuen Anschluss. Badewanne. Badewanne. Jetzt kaufen. Und dann gehen wir halt ein bisschen mehr an die Wand. Weil es nützt nichts, wenn rechts und links was frei ist. Wird nur Wasser dazwischen laufen. So, wir schrauben kurz alles ab. Das geht ja relativ fix. So, dann können wir jetzt eine Badewanne kaufen. So eine nämlich. Und dann montieren wir nochmal die Badewanne. Das war erst die Halterung hier unten, dann die Badewanne. Dann mussten wir die Badewanne festschrauben. Und zwar so. Gut, dann kam das hier dran. Das drauf mit der Schraube fest. Das da kam da oben dran. Mit dem Ding wurde es festgemacht. So. Dann wird das reingedrückt. Dann das da dran und das da dran. Hier kommt dann der Wasserhahn hin. So, hier noch festgeschraubt. Und das Ding davor. So, jetzt haben wir eine Badewanne. Die steht ein bisschen besser als vorher. Gut. Als nächstes kommt Toilette und Spülbecken. Aber ich würde kein Anbauspülbecken. Ich würde so ein mit Schrank nehmen. Und dann würde ich das Ganze, gut, die Beine würde ich grau lassen. Rechte und linke würde ich himmelblau machen und Arbeitsplatte weiß, grau, grün. Nein, grau. Wir nehmen grau. Perfekt. Das kaufen, das kommt dann hier hin. So, und dann verstehe ich nicht. Ah, oh, wir haben das oberste ausgelassen, Leute. Aber oh, das ist Bargo. Grundlage. I understand. Okay, wir hätten auch das Grau. Egal. Ist halt ein neuer Stil. Okay, dann brauchen wir noch eine Toilette. Ich würde diese nehmen. Perfekt. Dann montieren wir zuerst die Toilette. Das ist ja einfach nur festschrauben und alles aufsetzen. So. Und jetzt montieren wir das Waschbecken. Das ist relativ einfach, wie mir scheint. Oder auch nicht. Da hoch, hier. Okay, das müssen wir zum Beispiel nicht in der Wand festschrauben. Das ist im Dings verankert. Da schon. So, dann müssen wir kurz aufwischen. Perfekt. Dann haben wir auch schon alles bis auf die Heizung.
Anschlüsse, Heizung, jetzt kaufen, montieren. So, dann brauchen wir noch eine Badezimmerheizung. Oder eine Handtuchheizung, wie ich es gerne nenne. Weil, als ich noch so eine Heizung besaß, oder beziehungsweise in der Wohnung von meiner Oma gibt es so eine Heizung. Und im Winter wärmen wir unsere Handtücher immer vor. Dann ist es nämlich schön warm und flauschig. Oder unsere Dings, unsere Bademäntel. Je nachdem, wann man duscht. Gut. Dann könnte man hier jetzt in die Ecke noch einen Schrank klatschen. In dem Schrank könnte man dann sowas wie Handtücher sammeln und so. Gucken wir mal kurz, ob es irgendwas gibt. Klar, die sind jetzt. Holz ist jetzt nicht so unbedingt für ein Badezimmer geeignet, weil es halt nass werden kann. Aber besser als gar nichts, behaupte ich jetzt mal. Okay. Dann würde ich sagen, passt da kein Schrank rein. Okay. Wir gucken mal kurz, was wir so noch im Badezimmer für Sachen haben, außer natürlich Waschbecken und so. Wir hätten auf jeden Fall noch Toilettenpapierhalter. Da würde ich so eine stehende nehmen diesmal. Macht sich nämlich ein bisschen besser. Okay. Darf halt niemand umrennen. So. Okay, allgemein gefällt mir die Anordnung eigentlich nicht ganz so gut, aber nun gut. Jetzt habe ich es so angeordnet und jetzt will ich nicht mal umbauen, weil das ja alles Geld kostet. So. Wir könnten mal gucken, ob wir da sowas wie Shampoo und so unterbringen könnten. Dafür müssen wir es auch erstmal finden. Hier, zum Beispiel Seife jetzt kaufen. Kann man das. Nee, kann man nur im Waschbecken. Ja gut, da unten nutzt mir das dann nichts. Schade, schade. Zahnpasta und Zahnbürste wäre dann genauso wahrscheinlich. Shampoo. Könnte man das? Kann man das auf dem Badewannenrand? Nein, kann man leider auch nicht. Wir könnten es hier oben hinstellen. Als Deko. So, Shampoo und Körperlotion. Aber teure Körperlotion und teures Shampoo. Muss ich schon sagen, das meins ist ein bisschen günstiger. Wobei meins auch schon nicht so günstig ist. Und ansonsten ein Spiegel. Ja, Spiegel klingt noch gut. Wow, ist der Spiegel klein. Wow. Haben wir vielleicht einen größeren Spiegel? So einen altmodischen Spiegel? Ein grauen Holz? Gut, der ist jetzt nicht sonderlich so viel größer, aber schon ein bisschen besser als vorher. Schalter betätigen. Achso. Ah, okay, also. Ah, das Ding hat eine eigene. Ah, okay, ja. So, dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch Lichter, Lampen für die Decke. Das da ist geil. Steht sogar direkt voran fürs Bad. Okay. Wo wollen wir die denn? Wollen wir die hier anbringen? So mittig, so. Ja, das ist doch schön. Okay. So großartig und Pflanzen und sowas würde ich hier nicht reinstellen. Deko haben wir ja geregelt, können wir nicht unbedingt reinstellen. Hier ist noch ein bisschen ein Toilettenpapierhalter. Die Anordnung gefällt mir nicht. Okay. Auch wenn ich es gerade nicht machen wollte, wir verkaufen kurz nochmal die Badewanne und verschieben den Anschluss im Allgemeinen. Dafür gehen wir zurück. Dann Anschlüsse. Dann Wasserinstallation. Ja. Yep. Perfekt, dann machen wir das Ganze nämlich hier an die Wand. So, weil dann können wir den da zum Beispiel hier drüben hinstellen. So. Gut, dann müssen wir jetzt noch hier kurz die Dinger wegdrehen. Perfekt. Und dann schließen wir die Badewanne an. Hier, Badewanne. Da könnte man jetzt sogar eigentlich so eine Badewanne nehmen. Ja, komm, nehmen wir so eine Runde. So, Badewanne drauf. Ups, da zuschrauben auf jeden Fall. Ah, da ist die Schraube. Dann muss das dahin, das drauf, damit wir hier eine Schraube reindrehen können. Und dann das hier hoch. So, damit befestigt und das dran. Dann so und so. So. Zudrehen. Dann hier zu drehen und dann das dran. Und dann perfekt. So, aber eigentlich hätte ich schon gern noch einen kleinen Schrank hier drin. Möbel. Schränke und Schränkchen. Und dann.
Vielleicht, ich bin halt so voll nicht für Holzschränke im Badezimmer. Vor allem voll nicht für so große Holzschränke im Badezimmer. Ach so, doppelter Schrank steht auch dran. Hä? Schrank. Okay, dann will ich aber auch noch helleres Holz nehmen. Ich bin echt nicht so begeistert. Schokobuche. Oder Buch. Ja, doch, das passt. Okay. So, könnte man das auch so rum rein? Nee, na, doch, so rum würde es auch Platz finden. So. Es hat halt das Problem, dass das Fenster ein bisschen verdingst ist. Aber das Problem ist, wir könnten das Fenster auch gar nicht verkaufen, um es zu versetzen. Das finde ich halt ein bisschen blöd, weil, was ich nämlich nicht verstehe, man kann auch Fenster kaufen. Wenn man jetzt mal hier guckt. Türen und Fenster, hier kann man Fenster kaufen. Ne, kann man nicht. Ah, okay, das andere sind Vorhänge und Scha Vorhänge? Das haben wir bisher noch gar nicht verwendet. Okay, könnten wir mal gucken. So ein schönes. Achso. sowas jetzt kaufen. Wäre auf jeden Fall. Hier wär's, könnte man es dranhängen, ja. So, ach, müssen wir noch montieren. Gut, dann müsste halt die Stange da dran, die Schrauben festgemacht werden. So. Ja. Dann die Vorhänge dran. Ah, und dann kann man das leider nicht schließen. Aber das sieht schnieke aus. Und der Schrank sieht scheiße aus. Das Problem ist, wenn ich den jetzt so rumdrehe, kommst du nicht unbedingt an alles dran. Ich hänge irgendwo fest auf jeden Fall. So. Na, wo. Ja, gut, da kommst du nun an die unterste Schublade nicht dran. Das wäre aber nicht so schlimm eigentlich. Dann lassen wir es so. Okay. Ja, dass das Fenster jetzt so blöd sitzt, ist natürlich blöd, aber ist nicht so schlimm. Dann haben wir halt hier einen Vorhang. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Gut, mal gucken mal, wie das Licht aussieht. Ah ja, das Licht hatten wir ja schon getestet. Dann würde ich sagen, lassen wir es so. Gut, ja gut, man könnte da noch einen Handtuchstapel reinmachen und an das Ding noch ein. Upsa. Noch, können wir ja so gelbe Handtücher nehmen. Wobei ich gelb jetzt nicht so der Fan bin. Vielleicht noch ein rotes und noch ein braunes. Jetzt kaufen. Könnte man hier noch. Warum kann man nie was in die Schränke reinlegen, Alter? Okay, dann kaufen wir halt nur so ein Hängehandtuch für Hände trocknen. Perfekt. Dann, war es das hier drin auch schon. Den da müssen wir ausmachen auf jeden Fall. So. Dann sind wir hier gerade im Flur, passenderweise. Da würde ich mal sagen, dass wir beim Fußboden. Können wir gucken, ob wir irgendwas Neues. Aber einen Teppich würde ich nicht unbedingt nehmen. Nee, einen Teppich nehmen wir nicht. Ansonsten könnte man den Fußboden ja eigentlich so lassen. Ja, finde ich auch. Dann können wir Lampen. Dann würde ich vielleicht eine Wandlampe nehmen, tatsächlicherweise wieder. Und dann würde ich für das so eine Wandlampe halb rund nehmen. Mit Marcora als Hintergrund. Oder Cedar. Nee, Marcora. Obwohl, Cedar sieht auch gut aus. Okay. Und dann würde ich vielleicht. Na, ich würde es weiß lassen, weil das Creme und das Blau sieht, gefällt mir irgendwie nicht so. Okay, dann machen wir jetzt kaufen. Gut, und dann würde ich. Alter, was ist denn das für Lex gewesen? Würde ich hier eine aufhängen? Oh ne, da würde ich eine Kommode hinstellen. Ich würde sie hier hinhängen. Und dann würde ich. Ich bin mal ganz kurz. Bin ich dann auch schon wieder. Hat sich gerade so angehört, als würde irgendjemand drüben im Wohnzimmer sein. Aber ist auch unwichtig. Achso, ja. So, dann wollen wir nochmal hier anmachen. Und es leckt gerade furchtbar. Okay, das sieht nicht schick aus. Gut, dann machen wir mal Lampen. Dann nehmen wir wahrscheinlich doch eine Deckenlampe. Und ich würde so eine Tulpenlampe nehmen. Genau, dann machen wir. Na, Stahl würde ich jetzt nicht unbedingt, aber Fichte vielleicht. So. Warum leckt denn das Spiel gerade so extremst? Hallo Spiel? Alles gut bei dir? Okay. Okay, es ist wieder besser. Zum Eingangsbereich Farbe. Gucken wir mal. Wände.
Farben. Oder, guck mal, Paneele. Obwohl, bei den Paneelen ist immer noch nichts dabei, was ich jetzt unbedingt nehmen würde. Da nehmen wir Farben. Überlegen wir mal, was hier am besten reinpassen würde.